Herrlin Gundela die Gelegenheit zur Antwort für die CDU-CSU-Fraktion und die Männer zu vertreten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Verlinden, Sie haben recht. In der Zielsetzung sind wir uns absolut einig, aber ich glaube, im Weg sind wir uns überhaupt nicht einig. Da haben wir einfach andere Vorstellungen als die, die Sie in der Regel vertreten und die ja auch in Ihrem Antrag ganz klar zum Ausdruck kommen. Wir brauchen wirklich eine schnellere, eine nachhaltige und auch vor allen Dingen eine sozial gerechte Wärmewende. Denn ohne eine Wärmewende gibt es auch keine Energiewende. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Und hier steckt auch wirklich noch Musik drin oder anders ausgedrückt großes Potenzial. Ich setze mich schon seit vielen Jahren für eine nachhaltige Wohnungs-, Bau- und Stadtentwicklungspolitik ein, die gleichermaßen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte betrachtet. Und dazu muss man das gesamte Quartier betrachten. Man muss alle Potenziale, wie zum Beispiel diejenigen der KWK, bestmöglich ausnutzen. Und man muss auch über die Sektoren hinausdenken. Wenn wir zum Beispiel Stadtviertel ganz gezielt aufwerten, kann alleine eine räumliche Annäherung von Leben und Arbeit, was wir gerade auch streckenweise in Hamburg versuchen, gefördert werden, wodurch wiederum CO2-Emissionen im Verkehrsbereich reduziert werden. Deswegen ist die Wärmewende eine Aufgabe, die viele Bereiche unseres Miteinanders betrifft. Ich denke daher, dass wir in Bezug auf die Wärmewende Wohnungs- und Wohnkonzepte im Allgemeinen diskutieren sollten. Und Sie greifen da auch in Ihrem Antrag einiges auf. Da nehme ich auch gleich noch Stellung zu. Mehrgenerationenprojekte sind meines Erachtens von größter Bedeutung für unsere alternde Gesellschaft. Ich bin auch Schirmherrin eines solchen Projekts in Hamburg und es macht mir immer wieder Freude. Ich befürworte außerdem mehr und bezahlbaren Wohnungsbau für Alleinstehende, Studenten und auch für Menschen, die ganz geringfügig zu viel für eine Sozialwohnung verdienen. Und das ist gerade in Großstädten ein Riesenpotenzial, denn diese Menschen geraten bei der Wohnungssuche leider viel zu häufig ins Abseits. Und ich denke auch, dass wir die selbstnutzenden Eigentümer von Wohnraum unterstützen sollten. Ich finde, dass wir zum Beispiel in diesem Kontext über verminderte Grunderwerbsteuern für Familien nachdenken sollten, auch wenn das zugegebenermaßen Ländersache ist. Aber man kann ja mal Anregungen geben. Den Wohnraum für alle, und damit meine ich wirklich alle Einkommensschichten, muss wirklich erschwinglich sein. Das steht aber bekanntermaßen in einem äußerst, und da kommen wir zu Ihrem Problem, in einem äußerst schwierigen Spannungsverhältnis zu zahlreichen Vorgaben und Regelungen in unserer Klima- und Baupolitik. Denn immer höhere Anforderungen, zum Beispiel an die Effizienz, treiben die Baukosten im Neubau sowie bei Sanierungen im Gebäudebestand auch deutlich in die Höhe. Bevor diesbezüglich Missverständnisse aufkommen, selbstverständlich steigen die Baukosten immer, auch ohne unsere verschärften Anforderungen. Aber alleine durch die Verschärfung der ENEF hatten wir eine Preissteigerung von 9%. Und die Preissteigerungen in den letzten Jahren, die sozusagen durch die energetisch bedingten Lasten gekommen sind, waren immer eine Verteuerung von 18%, also ein nicht unerheblicher Faktor. Ich beschäftige mich, wie gesagt, schon lange mit Wohnungsbau und klimapolitischen Aspekten unseres gesellschaftlichen Lebens, sei es hier im Bundestag oder auch früher. Aber eins habe ich dabei gelernt, ein Mehr an Klimaschutz sozialverträglich auszugestalten, ist eine sehr, sehr knifflige Angelegenheit. Hier gibt es eben keine Patentlösungen. Entscheidungen im Wohn- und Baubereich haben eine immense Tragweite. Man bedenke nur, dass Gebäude meist fast 100 Jahre Bestand haben, manche sogar darüber hinaus. Und daher können Fehlentscheidungen auch noch sehr lange verhängnisvolle Nachwirkungen mit sich bringen. Und genau deswegen habe ich mit Ihrem Antrag auch ein Problem. Denn an vielen Stellen ist er zu einfach gestrickt und schlicht realitätsfern. In Deutschland haben wir zu 3/4 Heizungsanlagen, die auf Öl oder Gas basieren. Wir diskutieren heute Ihren Antrag. Ich stimme Ihnen zu, dass wir diesen Anteil reduzieren müssen. Aber das muss sozial verträglich geschehen. Sie sagen, Sie wollen das. Aber das kann ich beim besten Willen in Ihrem Antrag nicht erkennen. Sie kommen immer wieder mit Verboten und Zwang, mit übersteigerten Anforderungen an die Bürgerinnen und Bürger und mit unrealistischen Annahmen. Zwang ist übrigens auch das Leitmotiv für Ihren Gesetzentwurf zur Förderung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich, den wir heute als Zusatzpunkt in der zweiten. Das war aber trotzdem eine Fehlentscheidung, auch wenn es eine CDU-Ministerin gemacht hat, das habe ich immer gesagt, in zweiter und dritter Lesung debattieren und den wir deshalb auch ablehnen. Nun aber zurück zu Ihrem Antrag. In ihm fordern Sie beispielsweise, dass wir die Mittel für die energetische Sanierung von 3,5 Milliarden auf 7 Milliarden verdoppeln. Fakt ist aber, dass die Gelder, die wir aktuell zur Verfügung stehen, ja noch nicht einmal vollständig abgerufen werden. Was soll dann sozusagen mehr Geld bringen? Viel hilft eben nicht immer viel. Das ist eine inhaltsleere Forderung, außer Sie möchten das Geld zukünftig verschenken.
Wirklich problematisch finde ich allerdings manche Unterpunkte zur sozial gerechten Modernisierung. So wollen Sie, dass wir Vermieter von Wohnungen dazu bringen, dass sie ihre Wohnungen energetisch sanieren. Das kann ich ja noch unterstützen. Sie fordern aber, dass die Kosten nur noch bedingt auf den Mieter umgelegt werden dürfen. Das mag in den Ohren eines Mieters ja erstmal gut klingen. Aber warum sollte ein Vermieter diese Sanierung dann noch durchführen und wie soll er sich diese leisten können? Denn was Sie bei Ihrem Antrag vermutlich bewusst verschweigen, die anteilig größte Gruppe am Wohnungsmarkt sind private Vermieter und nicht irgendwelche Immobilienhaie. Die gibt es zwar auch bei uns, vor allen Dingen auch in den Großstädten, aber das ist in der Regel nicht oder ist nicht die Regel in Deutschland. Und wie sollen diese privaten Vermieter, die zu über 40% auch noch Rentner sind, auch das darf man nicht außer Acht lassen, eine solche Sanierung stemmen, ohne sie anteilig auf die Mieter umlegen zu können? Sie spielen bei Ihren Forderungen mit den Bildern von Immobilienspekulanten, die ihre Mieter auf die Straße setzen, damit sie Luxussanierungen durchführen können. Das ist nicht die Realität und deswegen ist es unfair. Ebenso führen Sie aus, dass Menschen in Grundsicherung einen Steuerbonus für energetische Sanierungen ihrer Eigentumswohnung bekommen sollen. Das ist doch schlicht an der Realität vorbei. Denn erstens gibt es in der Regel bei diesen Menschen kein Eigentum, zweitens zahlen sie kaum Steuern und drittens bekommen sie ja in der Regel aufgrund ihrer Einkommenssituation auch gar keine Kredite. Das heißt, dieses Instrument kann überhaupt nicht greifen. Und zu guter Letzt werfen Sie der Industrie und dem Gewerbe vor, dass diese die Energieeffizienzpotenziale, die sich ihnen bieten, nicht ausreichend nutzen. Auch das ist schlichtweg so nicht richtig. Ein Unternehmen reduziert schon aus Eigennutz seine Kosten. Und außerdem können Unternehmen Ausgaben für besseren Klimaschutz und mehr Energieeffizienz sogar auch noch steuerlich geltend machen. Sie haben also eine doppelte Rendite. Und schauen Sie sich mal in diesem Kontext unsere Supermärkte an. Die investieren in regelmäßigen Abständen in effiziente Kühltheken, eine bessere Dämmung oder andere Maßnahmen und damit sparen sie Kosten. Allerdings sollten wir dann als Verbraucher die Kühlregale auch immer wieder zügig schließen und sie nicht offen stehen lassen, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Wenn wir die Wärmewende sozial und sinnvoll gerecht angehen wollen, dann müssen wir nachhaltig agieren, das heißt gleichermaßen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte in den Blick nehmen. Außerdem haben die bisherigen Ergebnisse gezeigt, dass wir einen breiten Mix an Ideen, Instrumenten, Vorgaben und Förderprogrammen brauchen, sowie eine in der Tat noch verbesserungsfähige Abstimmung von Wohn-, Verkehrs- und Energiepolitik. Wir haben eine ganze Menge in dem Bereich gemacht. Sie müssen doch nur, das stimmt doch natürlich so auch wieder nicht. Natürlich, wir könnten im Prinzip, vor allem bei der Sanierung im Gebäudebestand, wäre es mir auch lieber, wenn wir weiter wären. Aber ich kann die Menschen nicht dazu zwingen. Ich biete Fördermaßnahmen an, ich biete viele Hilfestellungen an, aber die müssen auch abgerufen werden. So. Und wir müssen, und das ist für mich ganz wichtig, Bürgerinnen und Bürger sinnvoll mit einbeziehen. Wir müssen ihnen leichter machen, Teil der Wärme- und der Energiewende zu werden. Wie der Antrag der Grünen richtig herausstellt, stehen unsere Bürgerinnen und Bürger, wenn sie energetisch sanieren wollen, noch oft, zu oft vor einem Förderdschungel. Der ist zwar schon ein bisschen durchlässiger geworden in den letzten Jahren. Einige Antragsarten wurden auch vereinfacht, aber aus meiner Sicht ist hier noch viel Musik drin. Und darüber sind wir auch mit der KfW und den anderen Einrichtungen im permanenten Gespräch, um hier sozusagen auch zu einer besseren Inanspruchnahme der Angebote zu kommen, die der Staat macht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat für die Linke